Hallihallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich bin der Bourbon Kid und wir werden heute zusammen kochen. Und die Leute, die schon mal mein Silvester-Special gesehen haben und erfahren haben, wie gut ich denn koche, den kann ich halt nur das Let's Play jetzt hier wärmstens empfehlen. Ich werde ein Gericht nach dem anderen raushauen. Es wird sich immer übertreffen, geschmacklich und äußerlich. Ah, das wird einfach traumhaft sein. 4-5 Sterne sind auf jeden Fall drinne pro Gericht. Ja, ich habe gerade das Tutorial gemacht. Es ist ein wenig umständlich mit der Steuerung. Ich hoffe, ich komme da gut rein. Und wenn nicht, ist auch egal, dann haben wir ein bisschen mehr zu lachen. Also nimmt das Spiel nicht ganz so ernst. Ich glaube, das macht eh keiner. Es werden, glaube ich, ein paar merkwürdige Situationen entstehen. Vor allem, wenn wir unter Stress stehen und Stress kommen. Vielleicht, wenn die ersten Restaurantkritiker hier sitzen. Oh mein Gott. Ja. Genug gequatscht. Tutorial habe ich gemacht, wie gesagt. Ich gucke jetzt einfach mal, wie es losgeht. Jetzt kommt nämlich das erste Mal wahrscheinlich ohne Tutorial, ohne Tipps. Wir müssen einfach direkt loslegen. Ich bin aufgeregt. Viel Spaß. Los geht's. Komm. Hi, bist du so aufgeregt wie ich? Ja. An die Arbeit. Lass uns diese Saison zum Besten der Stadt machen. Auf jeden Fall. Diese Phase heißt Vorbereitungsphase. Der Name sagt schon alles. Es gibt noch keine Bestellungen, aber du kannst alles in der Küche nutzen, um Vorbereitungen zu treffen. Sorge also dafür, dass alle Zutaten für den Tag vorbereitet sind. Ein paar Gerichte vorzubereiten ist auch eine gute Idee, solange du weißt, was du tust. Aber ich weiß gar nicht, was ich kochen muss. Das hatte ich nämlich vorhin auch schon mal. Weißt du was? Dies ist auch eine gute Gelegenheit, um einen Blick auf den Laptop zu werfen. Okay. Machen wir dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Öffne den Fähigkeitenmanager über das linke Seitenmenü. Machen wir. Fähigkeiten bieten dir kleine Gameplay-Boni. Wenn du deine Fähigkeitspunkte gestern nicht ausgegeben hast, kannst du es jetzt tun. Nee, haben wir schon gemacht. Wir haben hier was... jetzt hör auf zu reden, Frau da. Manche Fähigkeiten stehen erst dann zur Verfügung, wenn unser Restaurant ein gewisses Maß an Ruhm erreicht haben. Mhm. Du kannst deine FP sparen und diese App später benutzen. Du kannst sogar alle Fähigkeiten zurücksetzen, um deine FP neu zu verteilen, aber es kostet Geld. So, ich habe da oben komm, auch schon mal Gerichtspreis-Boost genommen, KP-Boost und noch irgendwas an Boost. Ich glaube Erfahrung oder sowas. Erfahrungsboost, genau. Jo, haben wir gemacht. Perk-Browser. Du musst lernen, wie man Perks freischaltet. Öffne die markierte App. Das ist der Perk-Manager. Habe ich. Jeder Perk bietet dir einen kleinen Spielbonus oder eine kleine Fähigkeit. Wenn du Ruhmstufen erreichst, erhältst du zusätzliche Perk-Punkte. Kauf dir jetzt den markierten Perk. Mit diesem kannst du Produkte auf dem Schneidbrett einfrieren, während du Shift festhältst. Haben wir gemacht. Habe ich auch schon gestern gemacht. Also in dem Tutorial gestern. Ja, und jetzt? Schließen. Nun verlass den Laptop und lass uns kochen. Ja, endlich. So, Leute. Hi, ich dachte, du könntest mich heute noch brauchen. Also bin ich gekommen. Aber nur heute. Gewöhn dich nicht daran. Ja, besser nicht. Guck mal, wie der aussieht. Der ist gruselig. Oh, Gaston, unsere erste Bestellung für heute ist Lachssteak mit gekochten Kartoffeln. Suche dir einen großen Topf. Den brauchen wir, um die Kartoffeln zu kochen. Ey, hier war doch noch ein Topf. Ach, muss ich kaufen. Genau so war das. Großer Topf. Kaufen. 1 Liter kaltes Leitungswasser. Das ist ja doch noch ein Tutorial hier. Als ich das vorhin einfach angefangen habe ohne Tutorial, war das total krass, ey. Da wusste ich gar nicht, was abgeht. Kaltes Wasser. Wie viel hat er jetzt gesagt? Achso, oh, ich muss den da reinhalten, ne? Oh. Guck mal. So. 1 Liter Wasser haben wir. Und dann noch ein bisschen Salz. Oh, das Wasser ausmachen. Kostet ja alles hier. Ja. Ausmachen. Ich mache mich voll nervös, wenn der Wasser anläuft. Nachher muss ich pinkeln. Das ist in der Küche schlecht. So. 20 Gramm Salz. Da haben wir Salz. Guck mal. Haben wir schon alles vorbereitet. Na? 20. Dann kaufst du 2 Kartoffeln, während du den Topf festhältst. Okay. Kartoffeln sind da unten im Sack. Kaufen. 1. Plöpp. Stell den Topf auf das Kochfeld und koche sie für 120 Sekunden. Also 2 Minuten. Okay, lass uns loslegen. Nimm den Lachs aus dem Kühlschrank. Was ist denn hier... Ach, keine Ahnung, wie der Timer geht. Egal, wir machen es nach Gefühl oder unser Koch hilft uns hier. Ist das die hintere Platte? Nee, war schon richtig.
Okay, warum macht der keinen Deckel drauf? Das geht doch viel schneller dann. Ich koche die immer mit Deckel. Ja, ich nehme den Lachs. Oh, hör dir mal ein paar Tipps hier vom Profi an. Mit Kochtopfdeckel geht das viel schneller, Mann. So, Lachs. Flop. Würze ihn mit Salz und schwarzem Pfeffer. Machen wir. Ja, Chef. Ich dachte, ich bin ja der Küchenchef. Ey. Das muss ich mir die ganze Zeit von so einem komischen Ömmester anhören, wie wir hier kochen. 5 Gramm sind drauf. Schwarz Pfeffer. Schwarzes Pfeffer. Genau. Schwarzer Pfeffer nehmen wir auch noch. 1, 2, 3, 4, 5. Schön verteilt. Genau, alles auf eine Stelle. Also brauchen wir eine Pfanne. Suche eine. Haben wir auch gesagt. Ach, guck mal, ich hätte gar keinen Topf kaufen müssen. Wir hatten nur einen hier. Ach, verdammt. Sonst Geld ausgegeben hier. Wer macht denn. What the fuck? Warum? Ich hätte die Pfanne auf das Kochfeld genommen, aber. Aber der Herr hat ja bessere Tipps als ich. So, Sonnenblumenöl. 10 Milliliter reinhauen. Die Flasche kippen. Ja, wie? Was ist das? Ich kann ja jetzt schlecht hier. Hä? Ich kann die Flasche nicht kippen, weil das Brett da im Weg ist, ja? Das ist ja. Alles ein bisschen merkwürdig noch. Das ist gut, gib Lachs dazu. Jo, der kommt in die Pfanne. So, rein damit. Flip. Hier 60 Sekunden lang, natürlich. Kartoffel. Was können wir noch hier machen? Probieren. Den Topf. Will man den Topf probieren? Ist ja ekelhaft. Nimm nun die Kartoffeln aus dem Topf und lege sie auf den Teller. Teller. Müssen wir einen Teller holen? Teller Basic. Großer Teller. Einfach so mit der Hand raus? Nee. Ich kann jetzt schlecht den Topf drauf. Wie nehme ich den denn da raus jetzt? Muss ich irgendwas zum rausholen? Ich kann ja nicht einen Spattel da rausholen, was ist das denn? Ach, tatsächlich, kann ich wohl. Dreh mit dem Pfannenwender das Steak um. Ja, aber ich will doch erstmal die scheiß Kartoffel da drauf kriegen. Ah, nein! Wieso geht das nicht? So. Nein, die ist immer noch heiß. Ach, leck mich doch. Nein! Ich muss das Steak umdrehen. Verdammt. Wieder rein. Wie zur Hölle drehe ich das denn? Ah. Nein, nein! Jetzt ist das Steak auf dem Boden. Das schöne Steak. Ach, Kacke ist das. So. Hä? Wo ist denn das Scheißding? Hier. Nein. Steak nehmen. Wieder da rein. Werfen. Ja, nein. Geht auch nicht. Ach, scheiße, ey. Das ist die falsche Seite. Oh, jetzt schubst du es doch einmal an. Nein, nicht auf offene Flamme. Oh, bist du denn deppert? Okay, ich raste gleich dezent aus, wenn das hier. Ja, so. Läuft doch. Weg damit. Ja, nimm die Kartoffeln aus dem Topf. Ey, du bist ein Spast. Wie soll ich die denn da rausnehmen? Man kann doch nicht einfach eine Kartoffel da rausnehmen. Weißt du was? Vorwärts drehen. Was? So. Scheiße, ist die Kartoffel daneben gelandet. Gibt's hier nicht irgendwie sowas wie einfach einen normalen Löffel oder sowas? So, Utensilien mit Zange, Schöpfkelle, Frittierkorb, Feuerwerkskörper, jawohl, wir nehmen einfach den Feuerwerkskörper. Mit Messer können wir sogar auch aufpieksen, ist alles besser. Ich komme jetzt eine Zange. So. Kartoffel nehmen. Hä? Wieso schmeißt er die weg? Wieso? Muss ich gedrückt halten? Hä? Der kriegt.
Die Kartoffel nicht mit einer Zange aufgehoben. Ich glaube, das ist das umständlichste Kartoffelkochen, was ich je hatte. So. Die sind auf dem Teller. Haben wir gemacht. Was ist eigentlich mit so einem Steak hier? Ach du Scheiße. Steak. Ich hab die auf den Teller gelegt. Jetzt hör auf, dauernd mir Tipps zu. Der Typ nervt mich jetzt schon. Stapelung ändern? Nein. Erweiterte Schön. So. Eine Seite kross gebraten, die andere halb gar. Ja. Ich habe Kartoffeln auf dem Teller. Was will der denn noch von mir? So. Noch irgendwelche klugen Tipps? Bratlachsfilet. Ich habe das doch... Jetzt sagt er mir, das ist noch nicht fertig, oder was? Wie Überstunden. Oh. Dieses Spiel stresst mich jetzt schon. So, komm. Hä? Wo ist unser Lachsteak jetzt? Ach, nicht... Scheiße. Hey, wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt unsere Zange mit dem Steak hin? Hat jemand ein Steak gesehen? Mein Steak ist verschwunden. Ah, wo ist denn mein Lachsfilet hin? Hallo? Hallo? Ach du Kacke, ey. Mein Steak ist weg. Das ist doch bestimmt hier... Hä, ich hab das doch aufgenommen? Und dann war es einfach weg. Ist es im Müll gelandet? Ich mach jetzt ein neues. Nein, es ist keins mehr da. Doch da, Lachsfilet. Ach, weißt du, gibt ohne Gewürze jetzt hier einfach rein da, zack. Kann man auch in der Pfanne würzen. So, Cayennepfeffer, nee, hat man nicht. So, ein bisschen Salz da drauf. So. Ich würze eh mal in der Pfanne oder danach eigentlich. So, ein Traum ist das hier. So, noch ein bisschen Öl da rein. Klappt der wieder super mit dem Öl. So. Voll frittiert, ey. ja, schön. Lachssteak und gekackte. Ja, wahrscheinlich sind es auch hingekackte Kartoffeln. Ein Flachssteak mit hingekackten Kartoffeln. Was ist das? Ein Messer. Ah, riecht ihr das schon? Das riecht zumindest lecker. So, jetzt muss ich das irgendwie wieder drehen. Nehme ich jetzt die Zange oder nehme ich doch den Wender hier? Den Spatel. Wie ist das? Ein Pfannenwender, kein Spatel. So. Jetzt schwitter das Gleiche, ne? Ey, der soll das... Ach so, weil der falsch rum ist. So. Da soll meiner sagen, kochen ist einfach, ne? So, komm. Jetzt muss ich das Ding doch da irgendwie drauf kriegen. Kann ich das nicht irgendwie... Wunderbar gelandet hier. So, Bratlachsfilet. Jetzt braten wir eben auf der zweiten Seite auch noch durch. Ja, kommt halt das Essen mit ein bisschen Verspätung. Ist auch gemein, wie die Zeit da die ganze Zeit läuft. Vor allem geht die Zeit viel zu schnell um. Was ist das denn? Du kannst die Zeit nicht zurückdrängen. Wie lustig. Hier hat irgendjemand Sauerei gemacht. Keine Ahnung, wer das war. Ah, guck mal, da sieht man, wann es durch ist, ne? 210 Gramm.
Dein Gast hat sein Gericht nicht rechtzeitig erhalten und hat sich entschieden zu gehen. Oh, was sind das für ungeduldige Leute? Ich bin sicher, dass er nichts Tolles in sozialen Medien schreibt und der Ruf des Restaurants darunter leiden wird. Manchmal ist es besser, ein Gericht zu servieren, auch wenn es schlecht zubereitet ist, als es gar nicht zu servieren. Ja, warte mal jetzt mit dem scheiß Lachs. Toll. Können wir irgendwie in den Kopf schmeißen, dem Gast. Können wir den hinterherwerfen. Mir so viel Mühe gegeben. Wenn der gesehen hätte, mit wie viel Liebe ich das hier zubereitet habe, hätte er das auf jeden Fall genommen. So, komm, das ist durchgebraten. Wer will denn sein Lachsfilet so krass durchgebraten haben? Das ist... Nee, nicht gut. Vor allem brate Lachsfilet steht da unten links immer noch. Jetzt habe ich es doch gebraten. Also, ich verstehe immer noch nicht, wie man das da am besten drauf gibt. Jetzt ernsthaft. Ach, ich muss mit dem Teller, glaube ich, einfach nur zum Fisch gehen, ne? War das so? Warum fällt denn die zweite Kartoffel immer runter? Hallo, hier. Bleib drauf. Wow. Ist das nicht liebevoll angerichtet? Ich habe noch nie so geiles Steak mit Kartoffeln gesehen. Oh Gott. Ah, ich verzweifle. Warum steht da immer noch unten brate das... Boah, ich... Ja, ja, komm, weißt du? Ich brate das jetzt einfach. Ich brate das einfach komplett schwarz. Vor allem ist der Gast doch eh weg. Warum brate ich den Scheiß hier noch zu Ende? So. Nein. Nein. So. Drehe herum, Lachsfilet. Brate Lachsfilet. Ja, dann... Komm, braten wir das Scheißding einfach mal, bis es schwarz ist. Was heißt denn das Rote? Ist das... Sind das die verschiedenen Garstufen vielleicht? Dass das einmal irgendwie so Medium Rare ist und einmal komplett durch. Aber da der Typ eh nicht mehr da ist, können wir ja auch ein bisschen sauber machen. Ne? Guck mal, alles hier wieder ordentlich aufräumen in der Zeit. Zack. Zack. Jetzt weißt du, warum du nur eine Hand hast. Ha. So, das Brettchen kommt mal hier hin. Hier eine schöne Arbeitsfläche hin. Ja, brate Lachsfilet, ich brate. Das wird das durchste Brat-Lachsfilet ever. Messer. Komm, schnell in den Messerblock packen. Zack. Na, ist das nicht schön? Wenn unser Dings da rumschmort, können wir hier schön sortieren. Pfeffer und Salz braucht man eh immer. Dill, ach, Dill, naja. Bin ich so der Dill-Fan. Meerrettich bin ich auch nicht. Meerrettich, gar nicht. Haben wir nicht mal so italienische Kräuter? Oregano, Basilikum. Müssen wir noch anzüchten hier, anzüchten, anpflanzen. Wir haben auch nur Zwiebeln, Zitrone, Tomate und Kartoffeln. Boah. So, was macht unser Lachsfilet? Es brät vor sich hin. Wahrscheinlich hat das Spiel noch nie diese Situation gehabt, dass der Kunde direkt im Tutorial oder im ersten Dings gegangen ist. Komm, ich wende es nochmal. Wow. Wie ekelhaft. Brate Lachsfilet steht da. Ich glaube, das ist ein Bug. Kann ich irgendwie neu starten? Ich glaube, ich... Spielladen. Was macht die Tür hier? Warum geht die von Geisterhand zu? Oh mein Gott, das ist eine gruselige Küche. Achso, den haben wir gar nicht ausgemacht. Guck mal. Sicherheitshinweise hier, ne? Nicht, dass die ganze Nacht in den Ofen läuft. Mhm. Das Radio gar nicht angemacht. Guck mal. Ja, machen wir jetzt mit der Kartoffel hier. Vor allem ist die immer noch heiß, als ob. Weg. Zack. Nein, ich
Boah, ich treffe nicht mal den Müll. So. Ich möchte hier raus. Ich bin nach Hause. Die haben mich hier eingesperrt. Guck mal. Ich bin ja gar kein Koch. Ich bin ja wahrscheinlich so ein Gefangener. Draußen hupen irgendwelche Leute. Kann man rausgehen? Kann man noch nicht mal. Es ist scheiße heiß hier drin. Der Fisch verbrennt und ich kann nicht mal auf den Balkon gehen. Ja, brate Lachsfilet. So haben wir gebraten. Sieht gut aus. Ja, ich glaube, ich kann es. Irgendwie ist es falsch. Es gibt keinen drin. Ach so, da steht sogar noch extra. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat unser erstes Gericht gefallen. Ich glaube, ich muss es nochmal machen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.